Hi, Sören von Time to Tree. Hi, mein Name ist Sören von Time to Tree. Ich hatte die Idee, euch mit auf eine Reise zu nehmen. Ich habe Time to Tree vor vielen Jahren gegründet und seitdem ist irgendwie so der Faktor Sport weit nach hinten gerutscht, sondern eher halt, eher, man beschäftigt sich zwar mit Sport, aber man macht keinen Sport mehr. Und das habe ich jetzt aber für mich vorgenommen, das zu ändern. Und so soll 2022 auch mal wieder für mich ein Triathlon-Jahr werden. Davor die Jahre war es vielleicht höchstens mal noch ein Marathon, aber dieses Jahr soll es endlich mal wieder eine Mitteldistanz werden. Welche steht noch offen? Aber ich würde euch gerne mit auf diese Reise nehmen zu diesem Triathlon, sprich Back to Triathlon. Und wie das Ganze ausschauen wird, ich weiß es noch nicht so wirklich. Es werden vielleicht mal so kleine Videos sein wie das hier, bestimmt auch mal ein Artikel, irgendwie mal eine Story, Fotos etc. Und ich hoffe, dass das irgendjemand da draußen interessiert. Für mich ist es auf jeden Fall eine Motivationsstütze, um wirklich dann auch im Spätsommer irgendwo an den Start zu gehen. Und vielleicht interessiert es den einen oder anderen, vielleicht motiviert es den einen oder anderen genauso wie mich. Und das würde mich natürlich freuen und es würde mich natürlich auch freuen, wenn ich das nicht nur ja, für mich mache. Aber vielleicht habt ihr ja Lust, mich auf dieser Reise Back to Triathlon zu begleiten. Ich werde einen kleinen Artikel dazu schreiben über alles, was bisher passiert ist, weil ich gehe nicht komplett von null auf los. Ich habe im November jetzt schon begonnen mit dem Trainingsplan und mit dem Trainer zusammen. Und um euch da so ein bisschen abzuholen, was so der Stand der Dinge ist, werde ich einen Artikel dazu schreiben. Und es wäre auch so eine der Ideen, sprich in Zukunft immer wieder Chaos wöchentlich oder so Artikel zu schreiben, um euch da so ein bisschen abzuholen, wie sieht mein Trainingsplan aus, wie war die Woche, was steht an, wie ist es gelaufen und da einfach auch mal so ein bisschen meine Lessons learned mit ranzunehmen. Also, vielleicht interessiert es euch, Back to Triathlon und ich freue mich auf die Reise mit mir alleine oder eventuell ja auch mit euch zusammen.